ActionBound ist ein großartiges Tool, um Lernaktivitäten nach draußen zu verlegen. Um eigene Schnitzeljagden zu erstellen, brauchst du natürlich einen Account. Auf der ActionBound-Website kannst du dich hier registrieren, beziehungsweise wenn du bereits einen Login hast, direkt einloggen. Das ist die Oberfläche. Du siehst, unter diesem Login habe ich jetzt noch nicht sehr viele Bounds erstellt. Übrigens, wenn du noch mit der alten Oberfläche vertraut bist, so kannst du bis auf Weiteres noch mit dem alten Bound Creator weiterarbeiten. Ich erstelle nun einen neuen Bound, gebe einen Titel und auch noch eine entsprechende Adresse. Hier musst du noch einstellen, ob einzeln oder in Gruppen gearbeitet wird, und bei längeren und komplexeren Schnitzeljagden, vor allem mit vielen Teilnehmern, kannst du hier eine beliebige Abschnittsreihenfolge festlegen. Das heißt, die verschiedenen Gruppen schreiten deine Schnitzeljagd in unterschiedlicher Reihenfolge ab. Das lasse ich jetzt aber mal linear, weil ich ja auch einen roten Faden reinbringen möchte. Bound erstellen und schon kannst du loslegen. Über dieses Plus-Symbol erstellst du ein neues Element, und hier drüben auf der rechten Seite siehst du die verschiedenen Möglichkeiten. Abschnitte, die sind sehr praktisch, um eine längere Schnitzeljagd zu gliedern. Das mache ich nachher gleich. Information, wie der Name sagt, ist eher, um etwas Neues zu vermitteln. Im Quiz kannst du dagegen etwas abfragen, bei Aufgabe etwas einfordern. Das kann ein Text sein, aber auch ein Bild oder ein Video. Dann diese beiden hier, da geht es darum, dass du einen Beweis einforderst, dass die Teilnehmerinnen auch tatsächlich an diesem Ort waren, an den du sie geschickt hast. Eine Umfrage, da geht es nicht um Bewertung, sondern mehr um eine Meinung einzuholen, und hier kannst du Gruppen gegeneinander antreten lassen. Nun also beginne ich mal mit den Abschnitten. Ich mache mal zwei Abschnitte, die dann mit weiteren Posten, die hier zugeordnet sind, gefüllt werden. Und wiederum über das Plus gleich einen nächsten Abschnitt. So, diese Abschnitte allein, die nützen jetzt überhaupt nichts, da sehen die Teilnehmerinnen auch gar nichts. Das ist mehr eine Ordnungshilfe für dich. Und beim ersten Abschnitt soll nun das Wissen abgefragt werden. Wir bauen also ein Quiz ein. Welche der folgenden Dateiendungen gehört nicht zu einem Bildformat? Das ist die Frage, und die Antwort, die soll als Multiple Choice eingegeben werden. Du siehst, du könntest auch ein spezifisches Wort einfordern, zum Beispiel für eine grammatikalische Frage. Du kannst eine Zahl schätzen lassen mit einem Minimum und einem Maximumwert, und innerhalb dieser Grenzen soll die Zahl sich bewegen, und du kannst die Teilnehmerinnen auffordern, etwas in eine Reihenfolge zu bringen. Wie gesagt, Multiple Choice, ich gebe die erste Antwort und mit einem Haken wird sie hinzugefügt. Erneut eines. Und diese wäre jetzt auch richtig, beziehungsweise in diesem Fall natürlich falsch. Das ist das einzige Format, das kein Bildformat sein soll. Den GIF, das letzte, das ist ebenso ein Bildformat. Ja, so einfach ist es, eine Multiple-Choice-Frage zu stellen, und unter Optionen kannst du noch einstellen, ob man nur weiterkommt, wenn die Antwort richtig ist. Das macht in diesem Fall weniger Sinn. Du könntest mehrere Versuche anbieten und du könntest einstellen, wie viele Punkte bei jeder falschen Antwort abgezogen werden. Dann, das macht sicher auch Sinn, dass die Lösung nach der Beantwortung angezeigt wird. Ich mache noch eine Zeitbegrenzung. Die
Teilnehmenden sollen höchstens 30 Sekunden Zeit haben und für jede weiteren 5 Sekunden gibt es 10 Prozentpunkte Abzug. Hinzufügen und bereits ist diese Frage drin und du siehst auch schon die Vorschau, wie es denn auf dem Smartphone oder dem Tablet ausschauen wird. Im zweiten Abschnitt füge ich nun noch eine weitere Aufgabe dazu, diesmal eine Aufgabe. Nun, wie du vorhin gesehen hast, ist es vielleicht ein bisschen gar spartanisch, wie diese Seite gestaltet ist. Ich zeige dir zwei, drei Tricks, mit denen du deinen Bound wesentlich aufwerten kannst. Zum Beispiel, indem du einen Titel gibst. Und hierfür kann man mit bestimmten Code-Schnipseln die Gestaltung noch ändern. Zum Beispiel mit einem Hashtag bzw. zwei Hashtags wird ein Text zu einer Überschrift. Du könntest hier nun noch den Auftrag auch in Form einer Audiodatei hinzufügen. Das mache ich mal. Die habe ich allerdings schon vorbereitet. Ich muss sie nur noch hochladen, Upload wählen und die Datei einfach reinziehen, über Drag and Drop auf Upload tippen. Dann wirst du gefragt, welche Lizenz da gelten soll. Ich wähle normalerweise die CC-Lizenz. Das heißt, man darf diese Datei weiterverwenden unter der Bedingung, dass man meinen Namen angibt. Speichern und diesen Auftrag, den füge ich ein. Du siehst, es wird so ein Code reingefügt. Den musst du nicht verstehen. Das wird automatisch funktionieren. Hier unten vielleicht noch ein Beispiel. Auch hier, wenn ich ein Bild hochladen möchte, einfach packen und reinziehen, Upload, wiederum die Lizenz wählen, auch wieder CC-Lizenz, speichern und dieses Bild auswählen. In diesem Fall ist es vielleicht ein bisschen weniger günstig. Man sollte nicht schon eine Bildidee vorwegnehmen. Das könnte vielleicht dann den Rücklauf etwas einschränken. Ich zeige es eigentlich mehr als Beispiel. Dann die Antwortmöglichkeit. Das ist jetzt aber nicht ein Text, sondern ein Bild-Upload. Das heißt, es wird automatisch auf dem mobilen Gerät die Kamerafunktion aktiviert und die Teilnehmenden können hier ein Bild schießen und entsprechend dann beim Abschluss der Schnitzeljagd hochladen. Hinzufügen und das sieht nun so aus. Du siehst der Auftrag als Audiodatei in schriftlicher Form und ein Beispielbild. Fügen wir als letztes noch einen QR-Code hinzu. Wie gesagt, ich möchte die Leute an einen bestimmten Ort schicken, zum Beispiel auf den Pausenplatz. Das kann ich machen, indem ich die Koordinaten des Pausenplatzes eingebe. Da wäre aber die Bedingung, dass dann dieses Gerät, das von den Teilnehmenden verwendet wird, auch eine GPS-Funktion hat. Viele Tablets, insbesondere iPads, haben kein eingebautes GPS und dann funktioniert diese Funktion nicht zufriedenstellend. Insofern ist Codescannen die sicherere Lösung. Das ist also der Auftrag, such den Code auf dem Pausenplatz. Der Code wird automatisch generiert, du kannst ihn aber auch selber wählen, indem du zum Beispiel einen Text verschlüsselst, also irgendeine Geheimbotschaft, die dann eben als Code eingebaut wird. Hier wäre dann der Vorteil, wenn du Kopien erstellst, so wird dann immer der gleiche Code verwendet jedes Mal und du musst nicht für jeden einzelnen Bound wieder alle Codes neu ausdrucken. Dann natürlich wichtig, kannst du einstellen, dass die Schülerinnen und Schüler oder die Teilnehmenden nur weiterfahren können, wenn sie den Code auch wirklich gefunden haben. Das lasse ich mal weg. Vielleicht sollen auch Leute eben diese
Schnitzeljagd durchführen können, die gar nicht bei uns zur Schule gehen. Hinzufügen und du siehst, bereits ist dieser Code vorhanden. Den kannst du runterladen, ausdrucken und dann auf dem Pausenplatz anbringen. Soweit hast du nun die Grundfunktionen schon mal kennengelernt. Die weiteren Elemente, die kannst du dir auch selber erschließen. Wichtig ist noch, hier drüben links kannst du die Reihenfolge ändern. Zum Beispiel macht es jetzt Sinn, dass ich die Teilnehmenden eigentlich gleich bald einmal auf den Pausenplatz schicke, damit sie draußen diese Idee suchen. Du kannst also einfach mit Drag and Drop die Reihenfolge der einzelnen Posten ändern, beziehungsweise wenn du an einem Abschnitt ziehst, so kannst du auch die Reihenfolge der Abschnitte nachträglich ändern. Deshalb macht es manchmal Sinn, vor allem eben bei komplexeren Bounds, dass du mit Abschnitten arbeitest, weil du so ganze Gruppen verschieben kannst. Eigentlich sind wir sozusagen fertig. Ich gehe noch zu den Einstellungen bei diesem Schraubenschlüsselsymbol. Hier könntest du nun ein Bild noch einfügen. Nehmen wir nochmals dasselbe, das schon verwendet wurde. Eine Beschreibung wäre natürlich sinnvoll, vor allem wenn der Bound öffentlich ist, damit auch Externe sich eine Vorstellung machen können, worum es sich handelt. Du könntest einen Link einbinden, du kannst Kategorien wählen, nehmen wir mal Lernen, damit dieser Bound eher gefunden wird. Tags, also Schlagworte, die diesen Bound beschreiben, du kannst den Bound verorten an einem bestimmten Ort, indem du mit Wählen auf dieser Karte den entsprechenden Ort auswählst. Du kannst angeben, wie lange der geht, auch in Form von Zeit, 15 Minuten. Hier drüben, wie gesagt, es ist ein Gruppenbound. Du könntest, wenn du einen Schulaccount hast, den Bound geheim schalten, dass also nicht alle drauf kommen. Die Ergebnisse ausblenden, das macht sicher Sinn, wenn auch persönliche Bilder da präsentiert werden. Und wie eingangs schon gefragt, kannst du die Reihenfolge noch auf beliebig stellen, dass also diese Abschnitte in verschiedener Reihenfolge abgeschritten werden können. Und als letztes noch, wenn du quasi für zwei verschiedene Gruppen je einen Bound machen möchtest, der gleichzeitig abgespielt wird, kannst du denselben Bound duplizieren und da dann eben die Reihenfolge manuell ändern. Du könntest den Bound nachträglich umbenennen und selbstverständlich auch löschen. So, jetzt sind wir soweit. Wenn ich wieder zur Eingangsseite gehe, so siehst du, dieser QR-Code ist im Prinzip schon bereit. Ich schalte ihn jetzt noch auf Online. Wenn du lange daran gearbeitet hast, siehst du da mehrere Versionen. Du kannst also auch zu einer beliebigen älteren Version zurückspringen. Jetzt ist er bereit. Du könntest ihn auch testen oder mit diesem QR-Code gleich starten. Diesen Code, den kannst du nun runterladen, ausdrucken und der bringt die Teilnehmenden nun auf deine Schnitzeljagd. Ja, nun kann es losgehen. Wichtig ist, dass beim Start und beim Beenden des Bounds ein WLAN verfügbar ist. Während der Schnitzeljagd braucht es das nicht. Man kann also fotografieren, Videos aufnehmen. Erst am Schluss werden diese Dateien dann auf die ActionBound-Plattform hochgeladen und da ist dann wichtig, dass eine stabile Verbindung da ist. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer tippen auf Code scannen, sogleich wird der Scanner aktiviert und es kann losgehen. Wenn alle Gruppen die Schnitzeljagd abgeschlossen haben, so kannst du über die Ergebnisseite die einzelnen Gruppen aufrufen und dir die Ergebnisse anschauen. Diese Gruppe beispielsweise hat die Frage richtig beantwortet und auch den Code gefunden und hier ist
ihr Selfie, das da eingefordert wurde. Eine andere Gruppe, die hat hingegen 0 Punkte, weil sie die falsche Antwort gegeben hat und auch den Code nicht eingescannt hat. Praktisch übrigens noch unter Details kannst du zur Ergebnisseite gehen und hier auch alle Medien auf einmal runterladen. Wichtig scheint mir, du siehst, eigentlich ist es einfach, einen solchen Baum zu machen. Trotzdem braucht es natürlich viel Zeit, weil eine gute Frage zu stellen oder eine sinnvolle Aufgabe aufzugeben, das braucht halt Zeit. Empfehlenswert ist also nicht nur einfach den Bound durchzuspielen und damit hat sich's, sondern sich eben auch Zeit zu lassen für die Auswertung, diese Ergebnisse im Klassenverband dann anzuschauen und ausführlich auszuwerten.